Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors 5, der Schicksalsmodus mit K.O.P. Ja, also wir haben uns in der letzten und vor allem allerersten Folge dem Kommandanten K.O.P. angeschlossen und haben den dann auch in der ersten Mission ziemlich stolz gemacht, haben dementsprechend jetzt den Rang Fettwebel und die erste Waffe von ihm bekommen und werden jetzt mal schauen, wie die zweite Mission so verläuft. We must make preparations to strike Yuan Shao at Guangzhou. Although their army is large, with that fool at the helm, they do not stand a chance against us. Guangzhou müssten die Grünen sein, also Shu. Once we defeat Yuan Shao, we shall conquer the land from the central plains to Huabei. It is time to finally bring an end to this relic of the old world. Alles klar. We're heading out to take the enemy base. I want you to go and reduce this manifestation of their foolishness to rubble. Vor allem er sagt jetzt dem ein Ende setzen, weißt du, das ist der fünfte Teil und es gibt mittlerweile schon Dynasty Warriors 8. So the enemies built themselves a supply base. If we strike swiftly, it won't matter, but I would like to take our time so we can see the despair in their faces. Der Typ. Ja gut, Versorgungsbasis, da wäre das Feuer dann doch gar nicht mal so schlecht gewesen, würde bestimmt eine Menge Punkte geben. Okay, now is the time for you to finally prove to me why you are worth keeping around. I'm not asking much, but you had best not bore me and waste my time. Ja, Standardsatz und so. Alles klar. Gut, schauen wir mal. Ziele. Hauptmann der Wache K.O. Offizier K.O. Gesundheit bewahren. Versorgungslager einnehmen. Ja, das mit den meisten Punkten wäre schon gut, wobei 14 und 10 ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Dementsprechend würde ich mal sagen, Versorgungsbasis einnehmen und Hauptmann der Wache Offiziers K.O. Ich kann leider nur zwei nehmen. Und es gibt ja auch gleich viele Punkte, ne? Also Offiziere sind eigentlich immer so ein bisschen schwieriger. Ah, komm, lass mal Hauptmann der Wache nehmen. So. Schnell schauen, hat er das genommen, ja. Vorbereitung, da natürlich dementsprechend mal unsere neue Waffe ausrüsten, die doch schon gute Statuswerte hat, da kann man nicht meckern. Ding Ungen. Nimm das Ziel ein. Wo ist das Ziel? Ach, da oben rechts, okay. Niederlage, K.O.P. oder Kakao geschlagen. Alles klar. Ja, wenn der Kakao geschlagen ist, gibt's Ärger. Denn wir wollen doch alle Kakao haben. Alles klar. Das Geile ist ja, dass man nicht nur das Schwert, die Waffe von seinem Mentor kriegt, sondern man kriegt halt auch die ganzen Attacken und man feiert sich komplett so. Also das. Wir sind quasi K.O.P. 2. Wie mache ich das denn jetzt? Lass mich mal. Ich wünschte, ich hätte ein Pferd. Aber selbst wenn, ich habe leider die Reitfähigkeit nicht aktiviert, nicht gekauft. Ich würde die gerne da unten links fertig machen. Wenn das machbar ist. Also die Basis da oben nehme ich mit und dann greife ich die von hinten an. Weil ich ein guter Taktiker bin. Und dann können wir auch gleich mal schauen, ob der Sturmangriff letzten Endes das ist, was ich vermute. Wäre sonst ein bisschen langweilig. Weil ich mag jetzt schon so ein paar Kombos machen. Also schauen wir mal. Hauptmann am Tor. Das ist nicht Hauptmann der Wache, ne? Hauptmann am Tor ist noch was anderes. Ja. Sturmangriff ist das, was ich dachte. Sehr, sehr gut. Leckt hier auch wieder so ein bisschen, aber es ist auszuhalten. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Richtig geil, ey. Wow, 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 wow. Habe ich hier auch diese Attacke? Ja, Eiszauber. Sehr, sehr gut. Stirb. Hä? Ich hab gesagt, stirb. Super, die Tore sind offen. Hauptmann der Wache. Das war doch mein Ziel, oder? Oder habe ich jetzt doch Offiziere ausgewählt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gott, diese Alzheimer. Hey. Bam, 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 bam.
Bärung. So, am besten natürlich keine Zeit verlieren und mich um die Hauptmänner der Wache kümmern. Bam, bam, bam. Ja, wenn ich alle treffen würde, dann wären die vielleicht jetzt auch schon tot. So, das war der erste, oder? Wo ist denn der andere Typ? Müsste noch irgendwo einer... Da ist er. Wird gerade von vier anderen penetriert von mir. Die wollen doch bloß wieder abstauben, Mann. Bam, bam. Okay, jetzt aber, oder? Nein. Jetzt, bam, tot. Taking over the enemy base. Ja, geil. Sehr, sehr gut. So, das heißt, ich habe jetzt quasi... Oh Gott, jetzt finde ich den Weg wieder nicht raus. Moment, das ist jetzt aber doof. Da kann ich ja, oder? Da müsste ich doch seitlich lang, oder? Ist der Sperre? Nee, ich wollte gerade sagen, dann müsste ich ja erstmal oben lang und dann noch die anderen beiden Basen penetrieren. Aber nein, hier geht es natürlich so lang. Ja, sprich, ich werde da meine Verbündeten unterstützen können. Wahrscheinlich im besten Fall noch zwei penetrieren und da muss ich irgendwo anders noch jemanden in irgendeiner Basis penetrieren. Irgendwo irgendwen penetrieren. Das tägliche Dynasty Warriors Desaster. Hier, fress mal ein bisschen Eis. Bam! Bam, bam. Hab ich gerade die Einheit entdeckt oder wer war das? Ich habe ja jetzt, glaube ich, die Fallenfähigkeit. Wobei, ja, es ist ja die Hinterhaltsfähigkeit. Ich muss ein bisschen auf meine Lebensanzeige achten. Ich habe ja keinen zum Heilen hier. Ist ja keiner, der mich retten kann. Oh, ich kann schon auf mich alleine aufpassen, so mehr oder weniger. Bam, bam, bam. Stirb. Könntet auch ruhig mal was da lassen. Vielleicht finde ich ja hier auch irgendwo eine Kiste. Die Tore sind offen, meine Verbündeten. Lasst uns wieder mal in die Schlacht ziehen. Oh, die sehen böse aus. Hier vielleicht magischer Topf. Jawohl, Leben. Guck mal, wenn man es braucht. Hier fress mal Eis. Eis für jeden, Eis umsonst, Eis am Stier. Wow, wow, wow. Das zieht ganz schön ab, Mann. Braucht natürlich auch seine Zeit. Jawohl. Wuhu. Bam, 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 bam. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass keiner meine Hauptmann der Wache-Kills klaut. Das wäre bitter. Ey, wie jetzt? Das waren schon fünf. Okay, coole Sache. Stimmt, hier gibt es ziemlich viele Hauptmänner der Wache. Ist ja ein richtiges Nest hier. Bam, 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 bam. Den Eiszauber habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht so benutzt. Also überhaupt den solchen Zauber bei den Wus war es ja eher so Feuerzauber. Aber das ist schön. Na, guck mal, taktisch. Schön, war das das Versorgungslager oder was? Ja, guck mal, die Versorgungsbasis. War schon recht gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so einfach ist. Okay, okay. 5-5, Versorgungs... Ich wollte gerade sagen, hätte ich mal die Mission mit dem Versorgungslager genommen, aber ja, habe ich tatsächlich. Sehr, sehr gut. Das heißt, dass ich jetzt die Mission beenden kann. Herzlichen Glückwunsch. Wo wollt ihr denn hin? Hä? Habt ihr irgendwelche Probleme? Oh, Hähnchen. Wollen irgendwie flüchten, sind aber zu blöd. Kann es sein? Hey, ja, sie haben den Ausgang okay. Ich habe keinen Bock, euch am Leben zu lassen. Deswegen hier kriegt ihr ein bisschen Eis. Stirb. Bam, 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 bam. Bam, sie, dam, sie, dam, sie, du. So, okay. Ich muss jetzt dann aber langsam los. Tut mir leid, Leute. Die Prügelei muss ein bisschen warten, denn ich habe eine Mission abzuschließen. Ich habe die passenden Schlüssel. Ich muss nur noch die Tür finden, beziehungsweise die Leute, die ich hier den Schlüssel dann rektal injizieren kann. Ah, KOP. Erledigt gleich schnell. Also ich könnte ja hier einen Umweg nehmen. Feel better? Well, then let's get going. Aber... Moment, was? Das ist eigentlich eher so ein Satz, der kommt, wenn er hart am Verrecken ist. Wie viel Zeit habe ich noch? 13 Minuten. Ist halt eher so die Frage, was bringt das jetzt? Habe ich mehr davon, wenn ich die Mission schnell beende, aber weniger töte oder halt andersrum? Das weiß ich leider nicht so. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich taktische KOs habe. Von daher, ist das schätzungsweise okay.
Hat da gerade jemand was geworfen? Klang so. Was macht ihr hier? Zählt ihr die Schmetterlinge oder was? Hä? Ach so, Bogenschützen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn mit denen gerade passiert? Machen die Teamkills? Ah ja, okay. Da drüben geht's ab. Ich dachte jetzt eigentlich eher, dass wir nach rechts laufen. Aber okay, wenn er die Basis mitnehmen will, dann kommt mir das natürlich recht. Dann kann ich noch ein paar... kriege ich noch ein paar Kills hier. Eis, Eis, Eis! Eis, Eis, Baby! Woo! Bam, bam, bam! Nee, den Kaupi geht's ziemlich gut. Also er ist jetzt nicht am Verrecken. The way! Nein, 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 den staub ich mal ab. Meiner, meiner, meiner. So, gehen wir jetzt nach oben? Oder nach rechts? Okay. Er ist sich da sehr, sehr unsicher. Dann übernehme ich mal kurz die Führung. Bam, 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 bam! Oh Gott, ey. Dieser Eiszauber ist wirklich krass, Mann. Wahrscheinlich sogar noch stärker als der Feuerzauber, weil sie eben halt vereist sind und dadurch ein bisschen Schaden nehmen können. Hakaos Truppenbasis wurde eingenommen. Oh, 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 oh ja, oh ja, oh ja, 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 hm. Oder? Nee, Moment, Kaukau? Ist doch der Depp da unten, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass der verreckt, aber nö, 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 alles gut, alles gut. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass die Basis eingenommen wurde, aber die können wir uns gleich wiederholen. Ich versuche da mal das Feld von hinten aufzuräumen. This base is now the property of Kao P. Muss natürlich schauen, aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie verrecke, ne? Aber das sollte machbar sein, also so stark sind die jetzt nicht. Aber bis jetzt habe ich auch noch keine ikonischen Charaktere getroffen. Also solche wie Kao P oder so. Das sind alle Statisten. Und zumal das sind ja immer noch die gelben Turbane, ne? Das ist nun mal so, ich habe ja vorhin behauptet, das wären Schuhe, also die grünen. Ich hab, wer behauptet, wir würden gegen Schuhe kämpfen. Oh wow. Kaum sage ich's, kriege ich fett auf die Fresse. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist der Leutnant, der Führer, wenn man ihn braucht, Mann? Oh Gott, jetzt greifen sie da unten doch an. Magst du mich vielleicht so ein bisschen heilen? Wieso brauchst du so lange, Mann? What the fuck? Oh ja. Ja. It's unbecoming an officer. Kämpfe halt wieder gegen Statisten, ey. Habe ich hier irgendwas zum Heilen? Wir müssen es ja nicht unnötig spannend machen. Ach, verdammt. Sieht schlecht aus. So spannend ist es nun wirklich nicht, dass ich es zweimal machen will. Okay, muss ich halt ein bisschen aufpassen. Das ist halt echt für'n Arsch. Ach so, da ist noch ein Leutnant. Alles klar, jetzt habe ich sein Problem verstanden. Oh geil, Leben. Wie praktisch. Können wir denn jetzt vielleicht irgendwie... da sind eine Menge. Nee. Sind das Gegner? Nee, das ist Gras. Ich wollte gerade sagen, das sind eine Menge Gegner. Nein, nein. Können wir dann vielleicht irgendwie nach rechts laufen? Das wäre echt toll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die stürmen nach vorne. Nee, Moment. Hä? Die laufen nach unten, oder? Kann das sein? Ich muss doch gegen den da unten kämpfen, oder? Bedingungen? Das Ziel. Nimm das Ziel ein. Ja, die Basis. Ja. Da hat der glücklicherweise Verstärkung gekriegt. Gott, leck das. Bam! Ist absichtlich so, damit das Ganze noch epischer wirkt. Wow. Wow, kick die doch nicht von meinem Eiszauber weg, Mann. Bam, 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 bam. Okay, die da unten wollen es jetzt plötzlich wissen. Ich sollte mich minimal beeilen. Wow, wow. Das Spiel ist ja leider immer so ausgelegt, dass man alles alleine machen muss. Selbst wenn die da unten 80 gegen 1 kämpfen würden, also 80 Mann hätten und gegen eine Person kämpfen würden, würden die ja trotzdem verlieren. Es ist mega unrealistisch, aber es ist leider so. Bam, bam. Also ich würde spontan sagen, ich meine, da steht ja eine Zeit, aber ich würde sagen, ich habe noch so 3-4 Minuten, dann sind alle tot da unten. Ist die Basis jetzt auf? Ja, herzlichen Glückwunsch. Hey, hi Leute, ich habe gehört, ich soll hier was einnehmen. Bam, bam, bam. Oh nein, da haben sie auch noch ein Schild.
unfaire Bastarde. Ich doch nicht immer von meinen Eiszauber weg. Was war das gerade? Bogenschützen oder was? Wow. Bam, 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 bam. Stirb. Hat er mich einfach angegriffen, während ich ihn angegriffen habe oder was? Wie sind wir denn hier? Ah, er hat Reisbällchen wieder für mich gekocht. Yeah. Wow, wow. Oh nein, 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 nein. Guck mal, wie weit die schon da unten sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das überhaupt die Basis hier? Ja, das ist sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck off. Mein Gott, du bist der Führer eines Reichs. Streng dich doch mal ein bisschen an, Mann. Ja, ja, ja. Feuer hin, Feuer her. Mir doch egal. Hier, fress Eis. Fress Eis. Stirb. Nein, 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 nein. Nee, jetzt nicht verrecken. Da oben steht eine Zeit. Gib mir diese Zeit, bitte. Komm schon, streng dich doch mal an, Kaupi. Du Arsch. Gott, oh Gott, oh Gott. Bam, 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 bam. Eis, 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 Baby. Ja! Boah. Ey, da hab ich jetzt echt schon so ein bisschen Schiss gekriegt, ne? Ich hatte jetzt echt keinen Bock, das da nochmal machen zu müssen. Ich glaube, ich hätte den Aufnahmetag beendet. Das war unnötig spannend. Immer wieder geil. Oh Mann, ey. Diese dämlichen Nichtskönner, dämliche Verbündeten. 70. 30, Sieg, 30, okay, passt. Oh, okay. Militärische Bewertung ist schlecht und die taktische ist gut, ist das dein Ernst? Hab ich jetzt 72 getötet oder 145? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Es kann ja eigentlich nur die rechte Seite sein, sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn, dass die Bewertung schlecht ist, oder? Ich meine, Lagerhauptmänner 75? Ja, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie gefällt es ihm nicht. Taktische KOs 43, taktische KOs Offizier 200? Ich verstehe die Anzeigen irgendwie nicht. Aber okay, von mir aus, mir doch egal. So your wisdom served to shape and lead the battle. How interesting. I want for you to continue to hone those skills to serve me again in the future. Deine Weisheit hat die Schlacht entscheidend geprägt. Jetzt quasi hat er mir quasi einen Satz gegeben, weil meine taktische Bewertung so gut war, oder was? Das gefällt mir. You seem to be interested in learning about tactics and strategy. Allow me to show you what I know. Since you are not very intelligent, I shall go slowly. Okay, okay. Okay, okay, verstehe. Das ist nicht cool. Das heißt, okay, jetzt verstehe ich das. Wenn man taktische Bewertungen gut hat, kriegt man Fähigkeiten und wenn man militärisch gut ist, kriegt man Waffen. Dann möchte ich natürlich eher militärisch aktiv sein. Gut, das hatte ich bis jetzt auch noch nie. Ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt und hatte das bis jetzt noch nie, dass ich taktisch besser war als militärisch. Dabei habe ich doch so viele Leute verhauen, Mann. Naja, gut. Wie viel hätte das jetzt gekostet? 70 oder so? Ne, wahrscheinlich 40 oder so habe ich immer ein paar Punkte gespart. Ja, lass vielleicht mal das Leben minimal erhöhen. Bogen werde ich nie benutzen, kannst du vergessen. Glaube ich, verleiht Immunität gegen Betäubung durch Feind, durch Bohren. Feinde werden mit normalen Pfeilen eingefroren. Ne, 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 das ist doch für den Arsch. Hier Anführer wurde noch sehr interessant. Aber da fehlt mir natürlich der Rang. Ja, ich wurde jetzt nicht befördert. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Digga, ein Feuer. Dann gehen wir halt jetzt auf Taktik, schätzungsweise. Wow. Okay. Können wir denn jetzt irgendwas hier machen? Ja, das sieht geil aus. Okay, ja, speichern wir mal. Und wie gefällt mir das nicht, dass ich jetzt zum Taktiker, in die Taktiker-Schublade geworfen werde?
Aber okay, ja. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Dynasty Warriors 5. In der nächsten Folge schauen wir uns mal die dritte Mission an und schauen, ob wir dann vielleicht militärisch ein bisschen besser werden können. Ich meine, was bringt mir der ganze Scheiß, wenn ich dann keine besseren Waffen kriege, Mann? Dann brauche ich 80 Jahre, um einen Offizier besiegen zu können. Das kann es auch nicht sein, Mann. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.